Für unsere Darstellung des Jahres 1475 ist eine Waffe von 1420 ja geradezu altmodisch. Aber ein Blick in das berühmte Wolfegger Hausbuch, das in den 1470er Jahren entstand, zeigt ein städtisches Aufgebot, vermutlich auf dem Weg nach Neuss während der Neusser Fehde. Und im vorderen Teil sieht man einen Trupp Büchsenschützen, der nach wie vor genau solche bronzenen Stangenbüchsen als Waffe mit sich führt. Modernere Büchsen mit Lundenschloss, teilweise bereits als Zielbüchse für das gezielte Schießen ausgelegt, findet man in zeitgenössischen Abbildungen sehr selten. In einigen Schweizer Chroniken kann man solche Waffen bereits finden. Die übliche Waffe für ein militärisches Aufgebot scheint aber immer noch die Stangenbüchse zu sein. Auch die Frankfurter Stangenbüchse wurde nachweislich bis 1488 verwendet, als Frankfurter Schützen nach Brügge geschickt wurden, um den dort festsitzenden Kaiser Maximilian I. zu befreien. Im Ladevorgang. Diese hölzernen Ladungsdosen enthalten genug Pulver für einen Schuss und können leicht und ohne weitere Hilfe in den Lauf eingefüllt werden. Mit Hilfe des Ladestocks wird das Pulver verdichtet. Dann kommen Kugel und Schusspflaster. Das Schusskugel, wobei das Schusspflaster als Abdichtung für die Kugel dient. Denn zu diesem Zeitpunkt haben wir noch keine gebohrten Läufe, wir haben keine Seele im Lauf. Die Kugel wird nicht durch den Gasdruck in den Lauf gepresst. Daher ist es wichtig, dass ein wenig Gasdichtigkeit durch das Schusspflaster erzeugt wird. Die Zündpfanne und fülle aus den Zündkrautfläschchen eine kleine Menge Zündkraut in die Pfanne. Jetzt kann ich die Pfanne wieder schließen und habe so eine schussbereite Waffe. Wenn ich sie abfeuern will, öffne ich die Pfanne wieder, lege die klimmende Lunte an und der Schuss löst sich. Damit sind wir auch fast am Ende unseres kleinen Überblicks über diese Frankfurter Bürgerwaffe. Für einen bürgerlichen Schützen ist eine solche Feuerwaffe natürlich eine sehr kluge Wahl. Weder ist er in der Lage, einem ausgebildeten Ritter oder Berufssoldaten mit einer Nahkampfwaffe zu begegnen, noch sind Bogen oder Armbrust für ihn eine gute Alternative. Der Bogen bedarf großer körperlicher Kraft und einer langen, langen Ausbildungszeit. Die Armbrust dagegen ist eine relativ teure Angelegenheit. Nicht nur die Armbrust selbst, sondern auch Verschleißteile wie Sehnen oder Bogen müssen regelmäßig gewartet oder ausgetauscht werden. Insbesondere wenn man bedenkt, dass bis in die 1470er Jahre der Hornbogen an der Armbrust noch die übliche Variante war. So eine Büchse dagegen ist relativ zuverlässig, einfach zu pflegen, man kann sie im Haus aufbewahren. Wenn man damit in den Kampf zieht, ist sie dennoch eine durchaus ernstzunehmende Waffe. Die Städte konnten mit ihren Büchsenkontingenten, überhaupt ihren Schützenkontingenten, einige Zeit sogar Territorialadligen wie Grafen oder Herzögen Paroli bieten. Erst im frühen 16. Jahrhundert bieten die neuen Schlechtsheere den Kriegsschauplatz derartig, dass Städte mit ihren relativ kleinen Truppenkontingenten keine größeren Operationen mehr vollführen können und auch die Städtebünde geraten so militärisch in den Nachteil und die Bedeutungslosigkeit. Damit sind wir am Ende angelangt, der eine Zusammenarbeit zwischen dem Betreiber dieses Kanals, Andreas Petitjean, und meiner Seite Geschichtsfenster darstellt. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder auch Quellen zu diesem Thema, einfach in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten folgen Sie diesem Kanal oder auf Facebook Geschichtsfenster. Und wann macht's Bumm?